Ja, willkommen. Wir sind angelangt beim letzten Set aus meinem Coming-Soon-Video. Den Ford Mustang GT350 ohne Lizenz von MacFactor. Das heißt, es ist einfach nur ein Auto. Das dem Ford Mustang ziemlich ähnlich sieht, nennen wir es mal so. Ich habe vor der Entsetzung festgestellt, dass dieses Set keine Bauabschnitte hat. Das heißt, ich habe diese 1920 Teile komplett in einmal auf dem Tisch. Ich habe 10 Teile und ein Platzproblem. Naja, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Es wird auf jeden Fall sehr mühsam, im Einfinger-Adler-Suchsystem durch die Teile zu gehen und Teile rauszusuchen. Gut, was gibt es bemerkenswert? Ich habe aus irgendeinem Grund 3 einzelne Blades, die in keiner Tüte waren, die einfach zwischen den ganzen Tüten rumgeflogen sind. Keine Ahnung. Ich habe die Reifen schon mal zusammen gemacht. Schitzer. Voll. Ja, Standardreifen. Es sind die Standardfelgen, die einfach nur gebrochen sind. Und wie ich schon sehe, hat das Chrom auch schon ein oder andere Fehlstellen. Ja. Ich bin überlegen, vielleicht schreibe ich den Hersteller mal an. Vielleicht kriege ich 4 neue Reifen. Hören tut es mich eigentlich nicht, aber wenn ich 4 Felgen und 4 Felgen umsonst kriegen kann, die verchromt sind, dann nehme ich das gerne mit. Wir haben noch mehr verchromte Teile. Also teilweise verchromte Teile. Oh, das knistert jetzt bestimmt. Wie man sieht, ist die Rückseite immer nur so halb verchromt. Na, da guckt was Grünes raus, aber das ist die Rückseite. Die anderen Seiten, die sichtbaren Seiten, sind alle okay. Keine Ahnung, vielleicht wird es daran festgehalten oder so, wird eingetunkt. Ansonsten sieht das Chrom überraschend gut aus. Da habe ich von Kubrick schon anderes gesehen für teures Geld. Ja, ich verteile dann mal die ganzen Sachen auf meine Tellerchen und melde mich dann so nächste Woche wieder. Ne, ihr kriegt es ja nicht mit, aber das wird eine Zeit lang in Anspruch nehmen. Gut, dann wünsche ich mir viel Glück und ich melde mich, wenn ich alles ausgepackt habe und so einen kleinen Überblick habe. Bis gleich. So, ich habe jetzt alle Tüten ausgepackt. Muss ich dazu sagen, in der Anleitung gibt es zwar sowas wie eine Bauabschnittunterteilung, Tüte 1 bis 11, aber die Prints waren so undeutlich und teilweise nicht vorhanden auf den Tüten, dass das uninteressant war. Ich muss mich also durch 2000 Teile durchquälen. Ja, hört ihr meine Begeisterung? Gut, ich muss die Videos ein bisschen kürzer halten. Ich habe letztens gemerkt, dass meine Videos lang werden. Also gehen wir schnell durch, was Besonderes gibt. Ich habe Prints. Ich habe 2 Monumentschilder und ein Mustang-Teilchen als Print und ich habe ein GT350-Teilchen. Ja, von dem war es doch. Komm, da. Das kommt nebenan in irgendeinem Seitenständer neben der Fahrradtür. Das habe ich habe merkwürdigerweise 6 Federungen. Ich weiß nicht, ob irgendein Reifen doppelt gefedert ist oder noch machen. Das habe ich auch übrig. Ich habe ein paar schöne Chromteile. Ich schätze mal Bluepix wert 5 Euro. War nicht einfach so mit dabei. Ich habe 5, 6, 7 Handvoll blaue Pins, die man austauscht. Ansonsten ist alles mit schwarzen Pins. Farblich übersichtlich, schwarz, grau, Anthrazit, soll wohl Metallic darstellen. Ich habe zu den Liftarmen noch Technikbricks gefunden. Das wird auch interessant. Und ja, dann werde ich anfangen, jetzt mich mal da durchzuwühlen und die ersten Sachen zu bauen. Ja, so nach 3,5 Stunden, 4 Stunden mit bisschen Pause dazwischen und 66 Bauabschnitten möchte ich euch mal kurz zeigen, was ich gebaut habe. Das Modell ist super, es macht Spaß. Es wird alles doppelt und dreifach gesichert. Ich habe schon 3 Rahmen verbaut, jede Menge Brick, jede Menge Liftarme. Erstmal so ein bisschen. Wir haben schöne Felgen, wir haben einen mitdrehenden Motor, wir haben eine Lenkung über Lenkrad.
Denken wir nicht. Ich sehe bis jetzt noch nicht, wie man da eine Hand-of-God-Steuerung reinkriegen sollte. Es gibt nämlich keine zweite Abführung für die Lenkung. Wir haben einen Mustang-Print auf dem Lenkrad, also auf einer 1x1 Raumfliese. Wir haben eine Federung. Ja, und zur X-Motor. Wir haben ein etwas noch hakeliges Zweigang-Getriebe. Na, also es verbindet sich halt noch, weil die Hydraulik noch nicht gekontert ist. Dann geht es nicht so ganz. Ich fand es faszinierend, das zu bauen. Ja, Leerlauf. Erster Gang. Seht ihr, wie die Kolben gehen? Ja, zweiter Gang. Die verbindet sich halt noch, weil die Konterung fehlt. Aber das ist locker mal doppelt übersetzt. Oder halb so viel. Ich bin kein Ingenieur. Ich weiß nicht, ob das halb oder doppelt übersetzt ist. Auf jeden Fall geht's. Redet sich schnell. Ja. Ich habe mal die Kamera ein bisschen verändert. Ich habe noch ein Bild gemacht. Das Chassis. Grundsätzlich ist es stabil. Es gibt bestimmte Sachen, wo man es nicht anfassen sollte. Wie zum Beispiel am Armaturenbrett. An der vorderen Stoßstange oder der hinteren Stoßstange wird er nicht. Es hat generell eine stabile Rahmenkonstruktion. Es sind Liftarme, es sind Technikbricks. Ich bin irgendwie eingefangen. An sich stabil. Wenn man es hier oben nimmt, kann man es mit einer Hand nehmen. Alles, was ihr seht, ist übrigens geprintet. Nummernschild. Genial. Was haben wir denn noch? Hier neben, seitlich. Das GT350. Alles geprintet. Man baut den Rahmen bis zur B-Säule. Dann baut man die vorderen Kotflügel. Dann baut man die Konstruktion hier unten, die sehr labil ist. Ihr seht hier neben die vier Pins, das sind 3/4 Pins. Wo hinten noch so ein halber Liftarm, so ein schmaler Liftarm hinten dran ist. Und dann wird das mit der restlichen Viertelnoppe, wo dann übrig bleibt, wird es in den Rahmen gesteckt und von oben dann mit Noppen gekontert. Es ist etwas fragil. Das ganze Modell zeichnet sich eh dadurch aus, dass es ein bisschen Spannung hat und so die Spaltmaße nicht ganz so optimal sind. Hier hinten sieht man es, wenn man es ein bisschen drauf drückt. Ja, es ist okay, es ist kein Spielset, es wird ins Regal gestellt und frei. Man baut dann die Türen, die wirklich schön sind. Die sind oben unten mit einer 1x2 Blech, mit dieser Ruheöse. Wenn die oben und befestigt, einmal zwei, Bombe stabil, versucht das mal beim Z-Headdruss zu machen, ihr werdet euren Spaß haben. Hier, man baut die Kotflügel, dann baut man die Tür, dann baut die B-Säule, hier hinten sieht man, wie das leicht auseinander geht, und dann baut man das Heck hinten dran, und da auch wiederum erst die Kotflügel, und setzt das dann dran. Also in der Konstruktion haben sie ein bisschen gegeizt. Die wird unten auf die Noppe aufgesetzt und oben dann mit zwei Pins mit Achsstops reingesetzt, die eigentlich rot wären. Wenn sie rot wären, würde ich das erkennen, aber ich wollte es nicht rot haben. Da ist ein gewisser Flex. Da fehlt eine Konterung. Das Dach, gut, dass es gerade löst. Das Dach ist auch eine Konstruktion für sich. Man kann es wegklappen, es hängt an diesen Radaufhängungen. Kann ich euch mal von oben zeigen. Das ganze Dach wird nur an diesen vorderen zwei Radaufhängungen, Lenkaufhängungen festgemacht und hier oben auf vier Noppen. Das hintere Element ist mit Hinges festgemacht, kann verstellt werden. Ja, aber diese vier Noppen oben, das ist halt eine Konstruktion, die nicht sehr glücklich ist. Aber gut. Wie gesagt, Displaymodell. Deckt man wieder. Na, und hier deckt man drauf.
den Hinschulter fest, fertig. Man kann den Kofferraum aufmachen. Ja. Da habe ich in der Angel habe ich was geändert. Und zwar, ich zeig's euch. Dieser Liftarm, der hier quer drin ist, der soll laut Anleitung auf die andere Seite gehen. Auf der anderen Seite sein. Wenn ich ihn aber, wir haben keine Armaturen mehr. Wenn ich ihn aber auf die andere Seite mache, kriege ich durch die Konstruktion des Kofferraumdeckels den Kofferraum noch so weit zu. Also habe ich ihn rübergesetzt. Jetzt habe ich sogar einen Abstellschluss. Das glänzt nämlich jetzt ideal hinter den Liftarm ein und bleibt auch fest da drin. Ach, wie als ob es geplant wäre. Ja, das Armaturenbrett. Ach, das ist rausgefallen, damit ich euch die schönen Prints zeigen kann. Wir haben ein Armaturenbrett mit Prints. Gehen wir vom Licht irgendwie hin. Print. Print. Das Ganze an sich ist stabil, wir dann halt mit denen mit vier Noppen. Wir haben es dafür wieder los. Also das Modell hat durchaus Schwächen. Ich gehe mal davon aus, wenn es nachher auf dem Chassis drauf sitzt, ist es nicht mehr so das Problem. Na, willst du da rein? Aber wir sind es ja gewohnt, dass so ein paar Deko-Teile ab und zu mal abgehen. Das ist nicht das Thema. Mit dem Dach habe ich allerdings ein Thema, das gefällt mir überhaupt nicht. Das steht dann nach so einer Spannung, weil das ganze Modell natürlich sich über das Dach spannt und dann auf diesen vier Pins mit enormer Spannung drauf und sieht das sich lösen. Ja, wir können die Motorhaube aufmachen, sieht natürlich jetzt kein Motor drin. Haben wir so ein nettes Stängelchen, das man hochklappen kann, kann man sich auch auslassen. Ist natürlich schöner, wenn der Motor drin ist. Die Tür geht auf, Motorhaube, Kofferraum. Es fährt, hat ein Getriebe, es hat einen mitlaufenden Motor. Es hat eine Federung und eine Lenkung. Funktion durch. Wollen wir mal gemeinsam versuchen, das Modell da drauf zu setzen? Ja, will nicht wundern über den harten Cut. Ich konnte euch da nicht dran teilhaben lassen. Das war nicht jugendfrei, was danach passiert ist. Also bei dem Versuch, das Gehäuse da oben drauf zu setzen, ist es mir in allen Enden einzuteilen zerfallen. Ich habe die Dachkonstruktion geändert, damit es überhaupt hält. Bei jeder Bewegung an dem Auto ist das Dach weggesprungen. Ich habe die Motorhaubenkonstruktion geändert, weil... Wenn er einfedert, er federt nicht mehr zurück. Und wenn er eingefedert ist, geht die Motorhaube nicht mehr zu. So funktioniert sie. Und dann bleibt sie am Motor hängen. Erst wenn man ihn wieder anhebt, geht sie wieder zurück. Komisch. Ja, also Fazit. 50 Euro netto. 60 Euro brutto, mit Einfuhrumsatzsteuer, versandkostenfrei, ist okay. Technikteil ist okay. Das Getriebe, dass das der zweite Gang ein bisschen schwierig läuft, nehme ich mal auf meine Kappe, oder vielleicht habe ich da irgendwo ein bisschen Spannung drin, irgendeine Achse oder irgendeinen Achspin, irgendeinen Achsstopper zu fest angezogen, wie auch immer. Ansonsten ist der Technikteil okay, wirklich schön. Das Gehäuse ist komplett selbst gebaut, keine Formteile, sieht schnieke aus für Lego-Teile, die Türen funktionieren super. Er sieht von vorne hübsch aus, sieht von der Seite aus. Man kann ihn so ins Regal stellen, es liegt schon wieder irgendwie. Ach ja, das ist von der Seite gut. Man kann ihn hinstellen, Chrom ist toll, Heckansicht habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Print. Alles brennt, schöner Mustang drauf, schöne Nummernschilder. Nichts dagegen zu sagen. Wie gesagt, Türkonstruktion. Super. Das Teil ist von dort. Ich bin nicht mehr sicher. Wie gesagt, es fällt halt alles auseinander. Ja. Super Beispiel. Also das ist die Stoßstange.
Die wird so gebaut, da kommen die zwei Elemente drauf. Und damit die so einen leichten Winkel haben, weil man könnte sie auch einfach gerade zumachen, das wäre gut. Aber der Mustang hat ja vorne diese gleitende Spitze. Hier hinten dieses eine Ding drin, was natürlich nicht gerundet ist als Anschlag. Dann wird das an diese vier Noppen wieder angesetzt. Aufpassen, dass nichts anderes dabei kaputt geht. Wieder ausfedern manuell. Geht also auch nicht immer. So, zack. Also, stellt euch, wer haben möchte für das Geld. Die Teile ist okay. Sehr viel kleine, sehr viel Slopes, sehr viel. Es sind teilweise 214 Plates drin. Es ist eine große, glaube, was ist das? 6x8, 6x10er Plate drin. Es sind 15er Liftarme, 3, 4 Stück drin. Es sind jede Menge 13er Liftarme dabei, ganz eine Handvoll. Von daher nicht schlecht für das Geld. Es sind schöne Chromteile mit dabei. Ja. Also ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Es ist nicht alles perfekt. Für das Geld kann man ihn kaufen, kann ihn hinstellen, sieht super aus. Aber es ist halt kein Premium-Set. Nehmen wir das nochmal als Fazit. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, ein Like oder auch ein Dislike. Bewertet das Video bitte, nicht das Auto. Alles klar. Ich wünsche noch einen schönen Tag und habt Spaß. Tschüss.